Ja, Klaus, du bist heute eigentlich zum zweiten Mal zu Gast bei uns in dem Podcast, kann man sagen. Du warst schon einmal im Rahmen unserer Sonderedition für den Advent Charity Podcast zu Gast und hast die erste Episode aufgezeichnet. Und dein Beitrag war auch gleich einer der beliebtesten. Yes. Ja, er war besonders lustig und er war besonders berührend. Also offensichtlich weißt du, wie man gute Geschichten erzählt. Ja, das mit dem Schirchenbaum ist nichts geworden. Ist nichts geworden. Nein, das war ja der Budget. Ja, es haben alle mitgefiebert. Ja. Genau, also du bist ein guter Geschichtenerzähler und das ist etwas, was man in deinem Job auch unbedingt sein sollte. Du bist der Inhaber von Creative Tactics, Agentur in Salzburg. Creative Tactics, das klingt schon so nach Angriff. Wofür steht der Name und warum hast du das dein Unternehmen so bezeichnet? Schwer zu sagen, das ist irgendwie so entstanden. Eigentlich ursprünglich war es mein Untertitel. Ich habe angefangen als Einzelkämpfer unter meinem Namen, Klaus Leimer, und habe es dann Creative Tactics and Design genannt, weil ich jetzt nicht nur ein Grafiker bin oder mich nicht nur als Grafiker sehe, sehr starke Strategievergangenheit habe in die Jobs, die ich früher so gemacht habe in München und Berlin und so weiter. Und deswegen habe ich da irgendwas braucht, was da reinkommt, aber dann sind wir mehr geworden, dann wollte ich nicht mehr Klaus Leimer sein, vor allem, weil ich da keine Chance gesehen habe, dass ich auch meine Mitarbeiter dann sagen wir, ein bisschen nach vorn bringen kann und dann dreht sich immer alles um mich und das wollte ich eigentlich nicht. Und dann haben wir den Untertitel Creative Tactics and Design als Firmennamen genommen und das Design gestrichen, weil Design Voraussetzung ist, also ist Creative Tactics geworden, so in etwa. Also du stehst quasi für kreative Kommandoeinsätze und du bist total auf Angriff. Ja, total auf Angriff klingt in manche Ohren vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber in gewisser Weise ja, weil ich ein bisschen die alten Strukturen und die das bestehende Agentursein vielleicht ein wenig angreifen möchte. Du bist jetzt seit 10 Jahren schon in der Kreativbranche selbstständig. Welche Learnings hast du da aus der Zeit jetzt gezogen, aus den letzten 10 Jahren? Das würde jetzt sicher die Sendezeit oder die Podcastzeit sprengen, aber so viele Learnings. Nein, ich bin gerade dabei, ein Format zu machen. Das heißt 10 Years of Service, weil genau vor 10 Jahren habe ich mein Studium an der FH Salzburg für Multimedia Art abgeschlossen. Also 10 Jahre arbeite ich jetzt wirklich in dem Bereich. Und es hat sich herausgestellt, dass ich so 10 Learnings habe, die eigentlich ganz gut für jedes Jahr passen, weil jedes Jahr war irgendein so ein Kernding, was man mit rausgezogen hat. Und das versuche ich eben gerade aufzubereiten, das wird dann ein Vortrag an der FH werden, wenn alles gut geht und auch in Form von Podcast und ja, in einiger Zeit, spätestens im Herbst, dann gibt es da mehr dazu. Da kommst du nachher nochmal und dann reden wir über genau diese 10 Learnings nochmal. Genau, ja, hoffentlich. Das war ein guter Teaser. Ja, wunderbar. Genau. Klaus, du hast gesagt, du willst diese klassischen Agenturstrukturen auch ein bisschen brechen. Das führt mich also in die Richtung Thema Werbepreise. Was bedeutet für dich, also ich habe es ja vor kurzem, muss man sagen, beim Out-of-Home-Wettbewerb von der Progress-Werbung einen ersten Platz wieder eingeheimst. Wieder sage ich, weil ihr habt schon einige Preise geheimst, Gott sei Dank. Wie wichtig sind dir solche Werbepreise? Ja, das Thema Preise. Ganz ehrlich, ich bin kein besonders großer Fan von den Preisen, weil ganz oft diese Preise auf eigenartige Art und Weise entstehen. Also ich bin kein Freund davon, dass es Projekte gibt, die nur des Preises wegen gemacht werden, so Fake-Projekte oder das, was ich nur schlimmer finde fast, wenn man dem Kunden irgendwas andreht, was man als Agentur geil findet, aber den Kunden eigentlich nichts bringt. Und das habe ich einfach zu oft schon gesehen oder diese gezwungenen, wir haben es nicht mehr, Goldideenrunden in Agenturen, wo man dann alle zusammensammelt am Abend, dann am Freitag und sagt, ja, jetzt haben wir nur die geilen Ideen raus und so und dann kriegen wir Preise. Das ist so ein bisschen eine selbstverherrlichende Geschichte letztendlich und da bin ich kein großer Freund davon. Aber andererseits, wenn ein Preis
quasi als Sahnehäubchen on top zu einem Projekt, was sowieso gemacht worden ist, nur entsteht. Oder wenn die Einreichung nicht extrem viel kostet oder extrem kompliziert ist, sondern vielleicht sogar, wie es bei Progress ist, selber eingereicht wird und beurteilt wird, bewertet wird. Dann ist das, wie gesagt, so eine kleine Cocktailkirsche obendrauf, die man dann nur mitnimmt, und das macht mich dann schon stolz und hilft natürlich auch bei Neukundenakquise beziehungsweise auch für neue Mitarbeiter, die das schon so ein bisschen als Qualitätssiegel sehen. Also ich versuche da irgendwie so einen Zwischenweg zu gehen, dass wir mitmachen, wo es für uns Sinn macht und wo es eben das Projekt erlaubt, aber ich mag nicht in die Richtung gehen, dass wir irgendwelche Projekte erfinden, die man nur damit wir Preise kriegen. Und ich sehe mich jetzt auch nicht auf der Cannes und was ich was so als Bühne und lass mich da feiern. Ja. Aber ich glaube, für die Mitarbeiter ist es auch immer ganz nette Bestätigung und Auszeichnung, wenn dann doch bei dem einen oder anderen Projekt der Preis herausschaut. Ja, natürlich. Das schon. Aber auch meine Mitarbeiter ticken da jetzt nicht so, dass die da jetzt total geil drauf sind. Mhm. Und sehen das eigentlich ähnlich und finden es auch ganz gut, dass wir keine extra Überstunden für Preise machen müssen. Ja, darf man gar nicht unterschätzen, gell? Es ist doch dann aufwendig. Es gibt auch Agenturen, die direkte Mitarbeiter abgestellt haben für die ganzen Einreichprozesse. Absolut. Also ja. Deswegen ist es dann umso erfreulicher, wenn dann ein Preis dabei rausschaut. Genau. Weil wir von Mitarbeitern gesprochen haben, wie groß ist dein Team? Also wir sind im Kernteam, also jetzt unter Creative Tactics haben wir 4 Leute mit einer in Karenz, so halb, also, also man kann sagen 5. Mhm. Und das soll ja so bleiben. Also ich mag auch nicht mehr wachsen. Stichwort ist der Open Agency Modell. Wir haben jetzt ein neues Büro bezogen, dass wir eben dieses Modell weiter ausbauen können, weil wir Platz brauchen. Ich möchte, dass wir ein kleines Kernteam sind, wo jeder so seine Spezialität hat und seinen Bereich hat. Und um uns herum, aber im selben Haus, eigentlich nur im Raum daneben, wir Freelancer haben, also wirkliche Experten auf ihrem Gebiet, wo wir einfach projektbezogen zugreifen können. Und Open Agency ist aber nicht Open Space. Nein, also ganz definitiver Unterschied. Wir sind kein Coworking Space und wollen nicht einfach nur irgendwie Leute bei uns sitzen haben, irgendwelche Leute, sondern wir wollen Leute haben und auch finden, die zu uns passen, die ähnlich ticken wie wir und von denen wir gegenseitig profitieren können. Mhm. Jetzt ein Beispiel. Ja, wir haben zum Beispiel einen Videografen bei uns im Haus. Und mit dem machen wir natürlich die meisten Projekte und den haben wir auch so ausgewählt, dass er im Prinzip Interesse an dem hat, was wir machen und ein ähnliches Mindset hat. Gleichzeitig kann aber er für seine bestehenden Kunden, die er ja einfach hat, jetzt auch unser Know-how und unsere Expertise nutzen. Sprich, der kann jetzt seinem Kunden, wo er bisher nur die Videos gemacht hat, zum Beispiel auch Logo-Redesign anbieten. Mhm. Und sowas, also diese Synergien, die wollen wir halt nutzen und weiter ausbauen. Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das heißt, jeder von euch kann in schlanken Strukturen bleiben, aber trotzdem eigentlich eine ganze Fülle an Möglichkeiten anbieten im kreativen Bereich. Genau, der große Vorteil ist eben, wir können dadurch 2 Formen der Arbeit in der Kreativbranche quasi vereinen. Zum einen die Vorteile eines Freelancers, ja, der im Regelfall sehr, sehr schnell, flexibel ist, keine Wochenenden kennt, eben ein Experte auf seinem Gebiet, und zum anderen aber auch im Endeffekt dann eine 10-Köpfe-Agentur oder 12 oder wie viel wir dann werden. sprich, wir haben gewisse Strukturen, wir haben eine gewisse Verlässlichkeit, was schon auch ein Thema ist natürlich bei Freelancern, wenn der zum Beispiel krankheitsbedingt, was er jetzt gerade sehr aktuell ist, ausfällt, dann kann man das auch wieder ein bisschen auffangen. Und und letztendlich können wir so, wie gesagt, mehr schaffen für unsere Kunden, also nicht nur unsere, sondern auch deren Kunden. Mhm. Weil du sagst, krankheitsbedingt, das bringt mich jetzt ein bisschen wieder in die Richtung Homeoffice, wenn man an die letzten Monate denkt und wahrscheinlich auch, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken. Wie ist es dir, wie geht es dir mit der Arbeit im Homeoffice, speziell jetzt die kreative Arbeit? Was sagst du, wie beeinflusst das Kreativität, wenn die Leute zu Hause im Homeoffice sitzen?
Kreativität würde ich sagen, gar nicht. Effizienz schon. Mhm. Ich sage immer, dass Kreativität findet nicht an einem Schreibtisch hinter dem Bildschirm statt. Die findet ganz woanders statt. Bei mir zum Beispiel beim Laufen gehen, was ich viel zu selten mache in letzter Zeit. Oder irgendwann zwischen 5 und 8 in der Früh, was auch durchaus einmal nervig sein kann. Jeder hat da seine eigenen Zugänge, ja, und findet andere Dinge oder andere Orte und Zeiten, wo er kreativ ist. Hinter dem Bildschirm ist dann der produktive Part. Und da weiß ich nicht, ob Homeoffice, ich glaube, ehrlich gesagt, macht es da keinen Unterschied, ob man jetzt daheim sitzt oder im Büro sitzt. Wo es allerdings den Riesenunterschied macht, ist einfach in der internen Abstimmung und in der internen Kommunikation. Ich bin wirklich, ich sehe das jetzt als Luxus, dass wir im Büro kleine interne Abstimmungen machen können, wo man sich auf dem Bildschirm schnell zusammenstellt und kurze Fragen klärt und nicht über unsere Tools oder FaceTime oder was ich was alles kommunizieren muss. Das spart einfach extrem viel Zeit und beugt Missverständnissen vor. Und darum, wie gesagt, in einem Büro gemeinsam zu arbeiten, sehe ich mittlerweile als Luxus. Und das schätze ich jetzt sehr nach dieser Homeoffice-Zeit auch. Und ich weiß ja, dass ihr eventuell noch Potenzial hättet bei euch in den Agenturräumlichkeiten, die by the way wirklich sehr schön sind. Ich habe schon gesehen, Gratulation. Ihr habt noch 3 Plätze, glaube ich, frei. Wen sucht ihr da? Oder wen wünscht euch da? Ihr seid leider jetzt schon zu viel, sonst hätte ich gesagt, wird schon passen. Gern, ja. Naja, also wir haben jetzt abgedeckt in der Agentur alles, was wir machen, also Werbung, Kommunikation, Konzept, Projektmanagement, Grafikdesign. Wir haben Fotografen, wir haben Videografen, wir haben einen Webprogrammierer. Wo wir etwas schwach auf der Brust sind und was ich gerne ändern würde, wäre das Thema Social Media und Digital Marketing. Da fehlen uns ein bisschen die Kapazitäten und ich muss ehrlich sagen, auch mittlerweile schon fast ein bisschen die Expertise, weil sie einfach in dem letzten Jahr schon wieder so viel getan hat. Und ideal wäre jemand, der eben in dem Bereich selbstständig ist und schon vielleicht auch Kunden hat, wobei das komplett egal ist, also ob neu selbstständig oder schon länger im Business. Ob einzeln oder zu zweit oder zu dritt, ist uns im Prinzip auch egal, solange eben das vorhin angesprochene Mindset passt und wenn man da gemeinsam was machen will und man ein bisschen Interesse hat an dem, was wir auch machen, dann wäre das ideal für uns und sowas suchen wir. Ja. Also bis zu 3 Plätzen. Bis zu 3 Plätzen haben wir jetzt aktuell frei. Genau. Ja, vielleicht hört uns ja wer zu. Genau, also sagt, Social Media Marketing, Social Media Manager, von mir aus auch gern Illustratorinnen oder Motion Graphic ist auch ein Thema. Okay. Genau, gerne melden, jederzeit. Super. Sehr gut. Klaus, weil du es ansprichst, eben die verschiedensten Facetten in der Branche. Was sagst du, welche Erwartungen haben die Kundinnen und Kunden von heute an eine moderne Agentur, eine moderne kreative Agentur? Wie erlebst du das? Das ist schwierig zu beantworten, weil das ist extrem unterschiedlich. Also was wir jetzt öfter schon die Erfahrung gemacht haben bei neuen Kunden, die dürften schlechte Agenturerfahrungen gemacht haben und sind schon zufrieden, wenn wir uns an unsere Timings und unsere Kosten halten. was für das mich, kommt immer davon, von wo man startet. Gell? Ja, also das ist für mich vollkommen unverständlich, weil für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man sich an das hält, was man ausgemacht hat und dass man sich an Timings hält. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dieses Wort kreativ eigentlich nicht mag, weil das ganz oft eben synonym verwendet wird für chaotisch, unpünktlich oder ein Haufen von Chaoten halt, ja. Es ist und das haben wir nicht und so wollen wir auch nicht wahrgenommen werden, so wollen wir nicht arbeiten. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen in die 4 Jahre, wo es uns jetzt gibt, schon extrem gestiegen. Und ein Beispiel zum Beispiel bei Videoclips. Ja. Früher war bei einer Kampagne, hat es halt einen Clip gegeben. Ja, und dann hat es vielleicht in 2 Varianten gegeben und Geschichte war erledigt. Ganz kurz, wenn du sagst, früher reden wir von vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, ja, von 4, 5 Jahren, genau. Nur damit wir den ganzen Zeitraum da ja, mit genau. Leingrenzen.
Jetzt haben wir gerade eine Kampagne gemacht, da haben wir 29 verschiedene Varianten von dem Clip gehabt. Nicht nur in verschiedenen Formaten, sondern auch verschiedene Längen und verschiedenen Geschnitten und einfach für die verschiedenen Kanäle, deren Bedürfnisse anpasst. Mhm. Und das macht es einfach schon wesentlich komplexer. Mhm. Und das ist oft ein bisschen schwierig, da auch den Kunden klarzumachen, dass eben mit einem Clip, dass ein Clip jetzt irgendwie mehr Aufwand ist als nur vor 4 Jahren. Und dass die Ansprüche da schon extrem gestiegen sind. Und das ist oft so ein bisschen ein Struggle, dass man sich da einfach einig wird oder dass man da das auch gut verargumentiert und an klare Richtlinien aufstellt. Aber das ist jetzt, glaube ich, einfach an der steigenden Komplexität der Medienlandschaft ist das geschuldet, glaube ich. Absolut, also ich glaube, man ist einfach auch permanent in einer Aufklärungsfunktion, ja. Muss selber schauen, dass man dabei bleibt und sich mitentwickelt, weil wie du vorher gesagt hast, die gerade im digitalen Bereich sind die Entwicklungen derartig rasant, dass eine Agentur als Sparing-Partner, glaube ich, einfach auch wichtig ist für Kunden. Genau, man muss einfach klare Rahmenbedingungen schaffen, wer für was verantwortlich ist, und dann ist das ungeliebte Wort Disziplin, was ich eigentlich immer häufiger predige, dann auch ein echter Thema. Nicht nur auf Agenturseite, ja, dass man halt einfach da dann durchbeißt und das dann auch versteht, warum Änderungen vielleicht kommen oder warum Sachen auch so schnell gehen müssen oft. Und auf der anderen Seite aber auch vom Kunden, also dass er einfach irgendwann einmal das Zepter dann auch ein bisschen aus der Hand gibt und auch mal machen lässt. Genau, aber das ist der Prozess, so, sonst wird es ja nicht Spaß machen. Jetzt habe ich nur abschließende Frage, wir reden so wahnsinnig viel von deinen Kunden. Ja. Wer sind denn deine Kunden zum Beispiel? Gib uns mal ein paar Beispiele. Ja, also wir sind sehr stark im Sport- und Lifestyle-Sektor unterwegs, also mit Red Bull und alles, was da so dazugehört, also Fußball, Eishockey, stark Merchandising, aber auch was die Dose betrifft, also wir machen aktuell einiges für Organics oder immer wieder so kleine Aktionen, wenn zum Beispiel Summer Editions oder so kommen. Also sicher ein sehr großer Part ist Red Bull, auch durch meine Vergangenheit irgendwie geschuldet. Und das ist auch gut so. Da sind wir auch wirklich sehr, sehr stolz. Ich meine, Red Bull ist, glaube ich, einer unter die Top 20 Unternehmen Österreichs und weltweit bekannt. Und das ist ja natürlich für uns als kleine Agentur eine Riesenehre auch, ja, dass wir da immer wieder angefragt werden. Das ist schon cool. Zweiter großer Brocken ist sicher BMW Austria, wo nicht nur jetzt BMW, sondern auch Mini dazu gehört. Und dann haben wir echt sehr viele, ich habe letztens einmal erzählt, wir haben insgesamt in den letzten 4 Jahren 61 aktive Kunden gehabt oder haben es auch teilweise noch, wo es über Corporate Designs, Logo Designs, über ganze Kampagnen oder eben auch ständige Betreuung geht. Das ist vom Hotel Edelweiss in Großaarl, von unserem Friseur in Salzburg, der Director's Cut, für den wir eben diesen Out of Home Award gewonnen haben. Mhm. Die Nail Bar in Salzburg. Also kleine Unternehmen, aber auch dann wieder so größere Sachen dazwischen, wie zum Beispiel die Eishockey League. Mhm. Da vielleicht noch ganz kurz, weil vorher Thema Homeoffice war. Ja. Eishockey League hat es genau ein persönliches Meeting gegeben, das war bei der Pitch-Präsentation. Ja. Den Pitch haben wir dann für uns entschieden und dann ist das alles aus dem Homeoffice entstanden. Seither nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen, ja, oft gehört, aber nie wieder gesehen. Wir sehen dann schon extrem lang unser Projektabschluss Getränk herbei. Und heute am Abend ist ja vielleicht das grande Finale der Liga und wir haben uns nie gesehen. Traurig, aber es hat funktioniert. Ja, das Wichtigste ist, dass es funktioniert am Schluss. Sehr gut. Ja, Klaus, das war jetzt sehr, sehr spannend. Ich möchte nur dazu sagen, wir zwei haben uns ja eigentlich auch, also wir haben uns arbeitstechnisch kennengelernt bei einem gemeinsamen Projekt, zum Beispiel für Meindl, Meindl Bekleidung, genau, beim Opening. Auch ganz ein tolles Projekt gewesen. Auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es noch sehr viele Projekte, die da kommen. Und ich möchte jetzt nochmal darauf aufmerksam machen in diesem Zuge, dass eventuell vielleicht sich jemand für diese 3 Plätze bei dir im schönen Office in der Schranengasse, muss man dazu sagen, interessiert. Ich glaube, es hat ein cooles Team. Und
Da wird euch noch einiges an spannenden Dingen in der Zukunft ins Haus stehen. Gehe davon aus. Ich hoffe, ja. Ja, ich sage an dieser Stelle jetzt danke. Danke, dass du da warst und dass wir ein bisschen geplaudert haben. War sehr spannend. Danke für die Einladung. Alles Gute. Und wie gesagt, wenn du uns dann im Herbst von deinen 10 Learnings erzählen willst, bist du herzlich willkommen. Super, perfekt. Danke. Fein. Vielen herzlichen Dank.